Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um Retro-Gaming und zwar ganz genau gesagt um den C64 in Kombination mit The Great Giana Sisters. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, Commodore 64 oder generell Commodore-Spiele direkt out of the box zu spielen. Und zwar einfach mal hier in dem Software Center einfach mal nachschauen, einfach mal eingeben C64 und da findet ihr ein Paket, das nennt sich Vice, einfach mal installieren. Hier gibt es auch noch eine Homepage dann dazu und hier könnt ihr auch noch mal gucken, ob man sich vielleicht nicht hier drüber die aktuellere Version herunterlädt. Das habe ich, meine ich, gemacht. Ich habe jetzt hier eine aktuelle Version runtergeladen und deswegen steht hier auch noch auf Installieren. Also ich habe nicht das Snap-Paket genommen, sondern halt eben das Paket von der Homepage. Und dann bekommt man ganz viele Commodore. Einmal hier den 128er, den VIC-20 oder bei uns hieß der VC-20, PET, CBM-2 und Plus 4. Gut, diese Geräte interessieren mich jetzt nicht so sehr, weil ich nämlich seinerzeit habe ich nämlich auch den Commodore 64 gehabt. Und ja, mit dem habe ich dementsprechend dann auch sehr, sehr viel gespielt. Das war mein erster Computer, wo ich also die ersten, Programmierungen unternommen habe. Kennt ja jeder, sage ich mal, CMPrint. Hallo, Tuxe, 20 Run, fertig, als Beispiel. Ne? Man kann jetzt auch über diesen Vice-Emulator, kann man auch direkt Spiele laden. Kann ich auch mal eben ganz kurz demonstrieren. Über Smash Attack. Ich nehme jetzt hier so ein Beispiel. Zum Beispiel Test Drive. Dann gehe ich hier auf Autostart. Und das funktioniert so nicht. Dann nehmen wir mal das nächste Autostart. Irgendeins davon sollte eigentlich funktionieren. Das habe ich auch noch nicht hier ganz herausgefunden. Ja, und dann kann man hier drüber dann auch dementsprechend, man kann das Ganze auch mit dem Joystick verbinden. Hier höre ich jetzt gerade keinen Ton. Ja, seinerzeit war das natürlich eine geniale Grafik. Und als man das dann gesehen hat, oh, ein richtiger Porsche oder was auch immer, also puh. Das hat man da seinerzeit natürlich schon richtig klasse. Nein, der Ladevorgang zu lange dauert. Ja, Ferrari, ja, Ferrari kann man auch spielen. Ne? Das war natürlich immer das, was ich haben wollte. Ich nehme das einfach irgendein, ich drücke einfach mal Enter. Man kann ja auch noch einen Warp-Modus aktivieren, dann ist der Ladevorgang dementsprechend um einige schneller. Ja, und wenn man stolzer Besitzer noch von alten Disketten ist, dann hat man natürlich dann die einmalige Möglichkeit, sich dann dementsprechend die Spiele dann auch auf dem Computer zu installieren, beziehungsweise zu überspielen, ist dann kein Installieren, und kann die dann halt eben über Vice dann dementsprechend dann auch starten. Hier drüber kann ich den Joystick aktivieren, beziehungsweise erstmal konfigurieren. Und hier über dieses Menü kann man den Joystick aktivieren. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Sony PlayStation 4 Controller. Muss ihn hier einmal kurz aktivieren. Und dann kann man, glaube ich, über Swap Joystick ja, den dementsprechend dann auswählen. Ja, und schon kann man starten. Nehmen den Warp-Modus mal wieder raus. Mache hier mal auf Vollbild. Und versuchen mal eine Runde zu driven. Ah ja, Gang muss man selbst einlegen. Das müsste der erste sein, ne? Eieieiei. Also im echten Leben ist das ein bisschen einfacher. Ja, dann kann man hier eine Runde Test Drive zum Beispiel spielen. Und das Ganze wie in alten Zeiten, also der Emulator ist wirklich sehr, sehr gut. Man sagt ihm zwar nahe, dass dieser SID-Sound nicht ganz so gut ist wie im Original. Aber ich persönlich höre erstmal keinen Unterschied.
vielleicht auch nur, wenn man direkt das mit dem C64er, direkt nebeneinander vergleicht, dann denke ich mal, würde man schon einen Unterschied hören. Ja, das alles und noch viel mehr kann man jetzt hier mit diesem Weiß-Emulator machen. Wie gesagt, es gibt ihn halt eben direkt über ein Software Center oder halt eben als Paket direkt von der Homepage. Ich beende das mal hier eben. Auch wenn man hier mal auf YouTube mal guckt, einfach mal eingibt C64. Ja, erstmal interessante alte Berichte sind hier zu finden. Die ganze Geschichte. Und es gibt auch diverse Umbau des Brotkastens. Das Geos 2 war damals ja auch eine interessante Büroanwendung. Und natürlich das Spiel Gianna Sisters, das hat mich seinerzeit immer fasziniert. Und über dieses Spiel werde ich gleich eine Demo starten. Die Musik damals von Chris Hülsbock geschrieben. Das war damals eine Sensation. Und mittlerweile gibt es auch etliche Remix-Versionen. Zum Beispiel von Matt Gray. Das werdet ihr gleich hören, von Matt Gray, Gianna Sisters, das Maintain. Das ist sehr schön. So, bevor es mit der Demo losgeht, noch ganz kurz zwei Sätze zu einem eingefügten Video eines anderen YouTubers. Und zwar bin ich auf den Kanal von Retroheat gestoßen. Können wir ganz kurz aufrufen. Der wirklich sehr, sehr interessante Videos macht. Ich mache mal kurz den Ton aus. Und zwar habe ich da ein Video gefunden über Gianna Sisters, genau dieses hier. Hier wird das Spiel Gianna Sisters präsentiert und zwar mit einer 3D-Animation in diesem Video hier. Und ja, weil mir das so gut gefiel, diese Animation, den YouTuber Retroheat einfach mal per E-Mail angeschrieben und gefragt, ob ich hiervon ein paar Szenen in mein Video einfügen kann. Und dies hat er erfreulicherweise bejaht per E-Mail. Dafür geht schon mal ein Dankeschön raus. Ich lasse natürlich sofort ein Abo da. Ich mache hier trotzdem mal eben auf Pause, weil ich möchte nicht zu viel verraten. Ich lasse natürlich auch ein Like hier. Das Video habe ich mir schon mehrmals angeschaut. Und ich würde sagen, das Demo kann beginnen. Viel Spaß beim Genießen von Gianna Sisters. Mit dem Song von Chris Hülsbeck, neu aufgelegt von Matt Gray, in einer wirklich super Version.
Ja, und das soll es an der Stelle schon gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt schon an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!